Können Sie mich gut hören? Ja. Ja. Okay. Hallo. Hallo. Ich mache hier den aus. Ne? Die Stimmschein, ja. Hallo? Hallo? Man kann dich hören. Können Sie mich gut hören? Ja, man kann dich gut hören. Ja. Ja. Hallo. Also ich würde euch jetzt aber bitten, nicht, dass jeder hier einen Tontest jetzt durchführt. Dafür sind wir ein paar zu viele. Hallo? Hallo? Man kann dich hören. Ich komme da nicht rein. Hallo? Hört man mich? Ja, man hört dich. Ich würde euch jetzt bitten, nicht alle den Ton über den Chat auszuprobieren. Es gibt eine Funktion bei Zoom, da wo man sich stumm und auf Sprechen schaltet. Wenn ihr da auf das Menü geht, da steht Lautsprecher und Mikrofon testen. Wenn ihr eure Lautsprecher und eure Mikrofon testen wollt, dann macht das bitte darüber. Das könnt ihr dann auch während den Meetings machen, ohne dass das stört. Falls es jetzt aber schon Fragen gibt, die könnt ihr natürlich stellen. Und dafür dürft ihr natürlich euer Mikrofon aktivieren und reinsprechen. Ja, Karin. Ja, also ich hätte die Frage, ob denn alle Teile des Seminars über YouTube irgendwie ausgestrahlt werden oder ob das nur den ersten Abend betrifft. Nur den ersten Abend. Okay, danke. Ich hätte auch eine Frage. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Wie kann ich meinen Nachnamen wegmachen? Und zwar, du gehst mit deiner Maus über dein eigenes Bild. Ich habe nur den Zeigefinger, also ich, okay, ja. Ja, das, also nicht mit der realen, mit dem Zeigefinger auf dein eigenes Bild, dann hast du oben rechts drei Punkte oder was ähnliches. Und wenn du da draufklickst, dann gibt es da Umbenennen. Also ich bin jetzt mit dem Tablet, ich wollte mit dem PC, aber da geht gar nichts. Ja, mit dem Tablet weiß ich es halt auch nicht genau, wie es geht, weil ich auch nur das über den PC sehe. Okay. Klick vielleicht, wenn du auf dein eigenes Bild mal rauf drückst, touch, ob da ein Auswahlmenü erscheint. Und wie... Ich kann dir halt leider jetzt nur erklären, wie es über den PC funktioniert. Und auf dem Tablet oder auf dem Telefon ist das dann eventuell etwas anders. Du könntest auch mal gucken, ob du im Auswahlmenü einen Punkt hast, wo Teilnehmer steht. Beziehungsweise da sind dann ja, so zwei Mannequins abgezeichnet. Wenn du da draufklickst. Ja, da bin ich jetzt, Teilnehmer. Dann versuch mal, ob du vielleicht deinen eigenen Namen tippen kannst und ob dann die Auswahl... Umbenennen. Ja, ich sehe es. Prima. Ja. Das, wird übrigens, das kann ich schon mal verraten. Das sollten alle wissen bei dem Seminar, wie man sich umbenennt, weil wenn wir später Gruppen einteilen, dann gibt es für mich immer einen Hinweis, wo wer eingeteilt wird. Also sprich, da macht man dann zum Beispiel eine bestimmte Zahl vor seinen eigenen Namen. Und ich teile dann dementsprechend Gruppen ein. Also, ich hoffe, jetzt haben alle gut zugehört. Ansonsten gerne nachfragen.
Ich war leider gerade nicht da. Okay, ich würde dann noch mal kurz nach 18 Uhr warten und das mit den Umbenennen noch mal erklären. Weil ich komme bestimmt noch. Wenn ich jetzt mein Bild nicht möchte, was kann ich da machen? Ja, du hast unten, irgendwo hast du, je nachdem, was im Gerät du drin bist, so ein Auswahlmenü. Und dann solltest du, also zumindest beim PC auf jeden Fall, hast du unten links, hast du einmal Audio ein und daneben hast du Video beenden bzw. Video starten. Und bei Video beenden bzw. Video starten kannst du raufklicken und dann geht dein Video aus. Ah, dann kommt nur ein K, ist das richtig? Da kommt nur ein K. Und das ist auch gut so. Na, siehst du dich jetzt immer noch? Nein, ich sehe mich nicht, aber das, ja, das könnte ich so machen, wenn ich das möchte. So. Genau, das kannst du so machen. Du kannst auch deinen Namen umbenennen, wenn du möchtest. Okay, also, nein, das ist okay so, ja. Mhm. Okay. Bin ich wieder da. Ja, ich habe ein M gehört. Ja, ich bin am PC gewesen und bin mit dem Link eingestiegen, den ich bekommen habe. Und dann ist gekommen, Meeting eröffnen und mit Ihrem Browser anmelden. Und irgendwie, ich komme nicht rein mit dem PC. Via Link. Und jetzt bist du mit Handy drin. Mit dem Tablet. Mit dem Tablet. Ich mache es nochmal. Ich zum Beitreten hier klicken. Dann kommt bei mir, kommt Zoom und dann kommt, klicken Sie Link öffnen auf das vom Browser angezeigte Dialogfeld. Wenn Sie kein Dialogfeld sehen, klicken Sie unten Meeting eröffnen. Aber ich will ja kein Meeting eröffnen. Ja, das muss ich zugeben, wundert mich auch. Darf ich da mal was zu sagen? Das war bei mir genauso. Und du, okay. Und du musst einfach auf Meeting eröffnen klicken und dann klappt es. Ich habe genau da die Barriere. Ich habe auch gedacht, das ist jetzt, das klappt was nicht, aber dann hat es geklappt. Klick auf Meeting eröffnen, dann funktioniert es. Nur kommt eben nichts. Da kommt nichts? Nein, oben kommt bei mir diese Webseite erlauben, den Zoom-Ting zu öffnen. Ja, du musst irgendwo deinen Namen eingeben und die Mailadresse zweimal. Gell, das muss man machen. Ja, das muss man machen. Und dann geht es weiter. Zum Ausfüllen, dann sollte man es vielleicht ausfüllen. Ja. Die E-Mail. Und das ist aber trotzdem geschützt alles. Wenn abgefragt wird, wäre das eine gute Idee. Okay, dann mache ich das mal. Ich versuche es so mal. Danke. Ja, ein bisschen verwirrend fand ich es auch, aber es hat gut geklappt. Okay. Tschüss. Jetzt komme ich nicht weiter. Ah. Also bei mir ist jetzt gekommen, bitte warten. Eine Verbindung wird aufgebaut. Und jetzt bin ich drin. Das war ganz gut. Toll. Per Computer dem Audio beitreten. Mal schauen, wo ich bin. Ah, hier bin ich, ja, genau. Jetzt habe ich wieder meinen Namen. Okay. Das ist besser. Jetzt meinen Namen, genau.
So. Guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid. Ich bin Emanuel. Ich kümmere mich im Hintergrund ein bisschen um die Technik. Genau. Und es gibt jetzt ein paar Sachen, die ich noch gerne sagen möchte. Also erstmal, wir sind heute, aber auch nur heute, auch live auf YouTube zu sehen. Ab morgen dann nur noch für die angemeldeten Teilnehmer dann per Zoom. Und für alle, die sich noch nicht angemeldet haben und bei YouTube dabei sind, unten in der Beschreibung ist ein Link, wo man sich anmelden kann, wenn ihr Lust drauf bekommt, das Enneagramm-Wochenende komplett zu machen. Die Seminare werden aufgezeichnet und werden dann an die Teilnehmer am Ende verschickt. Und auch nur an die Teilnehmer. Wenn ihr an Christian eine Frage habt, müsst ihr dann wissen, dass ihr dann eben auch zu sehen seid. Aber wie gesagt, die Videos gehen nur an die Teilnehmer bis jetzt diesen ersten Abend, der eben auch auf YouTube ist. Falls ihr nicht gesehen werden wolltet auf der Aufzeichnung, dann ist es so, dass immer derjenige, der spricht, aufgezeichnet wird. Also sprich in der Regel Christian und derjenige, der eine Frage an Christian hat. Und wenn ihr eine Frage stellen wollt und trotzdem nicht aufgezeichnet werden wollt, dann macht einfach euer Video aus. Dazu habt ihr in eurer Menüleiste das Videosymbol, wo man ein- und ausschalten kann. Das zu den Aufzeichnungen. Dann, es wird Gruppenarbeiten geben. Ich vermute mal jetzt beim Enneagramm auch ein paar mehr. Und es wird mit Sicherheit so Sachen geben, wo ich euch bestimmten Gruppen zuordne, je nachdem, welchen zum Beispiel Enneagramm-Typ ihr habt, wenn ihr den denn wisst. Und damit ich das kann, müsst ihr wissen, wie man euren Namen wie ihr euch selbst umbenennt. Also es kann dann einfach sein, dass ihr eine bestimmte Nummer oder ein bestimmtes Zeichen vor euren Namen schreibt. Und wie macht man das? Die meisten von euch müssten irgendwo ihr eigenes Bild sehen können. Und wenn ihr mit der Maus über euer eigenes Bild geht, dann habt ihr oben rechts drei Punkte. Und wenn ihr da draufklickt, dann kommt da Umbenennen. Also dann ist da ein, dann habt ihr ein Auswahlmenü, wo Umbenennen ist und da könnt ihr euch dann umbenennen. So ist es beim PC, beim Mac wird es halbwegs genauso sein. Bei den Tablets müsst ihr selber ein bisschen ausprobieren. Vielleicht muss man euch auf euer Bild raufdrücken. Sagt man ja nicht beim Tablet drücken, oder? Touchen. Die andere Möglichkeit das hat jetzt eine Teilnehmerin mit einem Tablet auch gerade ausprobiert. Ihr geht bei eurem Menü, da steht irgendwo Teilnehmer, da sind so zwei Mannequins und wenn ihr da draufklickt, dann seht ihr eine Liste mit den Teilnehmern und ganz oben müsste euer eigener Name sein und da könnt ihr auf euren eigenen Namen raufklicken und dann müsste da sowas wie Umbenennen kommen. So, das zum Thema Umbenennen. Was haben wir noch? Ah ja, genau. Wenn ihr Christian eine Frage stellen wollt, dann macht man das, indem man die virtuelle Hand hebt. Und wie hebt man die virtuelle Hand? Wieder auf die Symbolleiste. Und da habt ihr ein Symbol, das ist ein Smiley und da steht Reaktion. Bei den Tablets kann auch sein, dass man nur den Smiley sieht. Und wenn ihr da draufklickt, dann ist da Handheben. Da sind verschiedene Symbole, aber bei einem Symbol steht auch Handheben. Und da klickt ihr drauf. Das sieht dann jetzt so aus wie bei mir. Da sieht man dann eine Hand. Und dann weiß Christian, da hat jemand eine Frage und dann nimmt er euch auch dran. Ja, und ich sehe, der ein oder andere probiert es gerade aus. So.
Was gibt es noch? Eine Sache fällt mir noch ein, wenn jemand an die Gruppenarbeiten nicht mitmacht, dann bitte eine Null vom Namen schreiben. Ich möchte aber extra beim Enneagramm-Seminar besonders darauf hinweisen, dass ich glaube nicht, dass es so sinnvoll ist, an die Gruppen nicht teilzunehmen, besonders beim Enneagramm, besonders wo es dann ums Austauschen mit Teilnehmern, mit der eigenen Fixierung und sowas geht. Also ich möchte euch definitiv ermuntern, an die Gruppenarbeiten teilzunehmen. Ja, und mir fällt gerade nichts ein und wenn es noch was gibt, dann melde ich mich morgen früh nochmal. Ich hätte eine Frage. Ja. Und zwar waren jetzt unterschiedliche Zeiten genannt in den E-Mails. Könntest du bitte noch einmal sagen, wie die Arbeitszeiten sind? Also das müssten wir dann tatsächlich einmal mit Christian kurz besprechen. Ich kann jetzt nur sagen, wie es jetzt bei mir im internen Kalender steht. Und da gucke ich jetzt mal rauf. Heute bis 20.30 Uhr. Und Donnerstag bis Samstag von 10 bis 12.30 Uhr, der erste Block. Der zweite Block von 15.15 Uhr bis 17 Uhr. Und der dritte von 18 Uhr bis 19.45 Uhr. Und am Sonntag gibt es dann nur noch den Block von 10 bis 12.30 Uhr. Da würde ich aber wirklich dann... manchmal macht Christian 15 Minuten länger, dann fängt es 15 Minuten später an. Ja, finde ich jetzt auch gut, weil das ist jetzt die dritte Uhrzeitenvariante, aber macht nichts. Wenn man das irgendwann doch erfährt, damit man dann pünktlich da sein kann und weiß, wie lange man ist, fände ich hilfreich. Da werden wir, also es geht auf jeden Fall immer um 10 Uhr los, der erste Block. Mhm. Immer gleich. Und da werden wir dann im Zweifelsfall mit Christian nochmal drüber reden. Alles klar. Ja. Beim Lächeln sehe ich, dass das jetzt nicht nur irgendwie mein Thema war. Nee, zugeben, da haben wir alles klar. Alles gut. Wir sind auch freie Menschen und können das auch selbst bestimmen. Aber die Idee bei dieser Zeitregelung, die Emanuel jetzt die hatte ich auch. Das macht den Sinn, dass man morgens eine halbe Stunde länger macht, weil da ist man ausgeschlafener. Manchmal gibt es morgens zu Anfang auch noch eine Tonübung, wo man innerlich sich löst und solche Dinge, sodass das ganz gut ist, morgens eine halbe Stunde mehr zu machen und dafür die beiden, die nachmittags und die abends treffen, eine Viertelstunde weniger. Dadurch ist das jetzt mit den 12.30 Uhr und den etwas krummen Zahlen am Nachmittag gekommen. Sonst hatten wir immer glatte Zahlen, morgens 2, nachmittags 2, am frühen Abend 2. Entschuldigung, Emanuel, die Claudia hat mich angesprochen, die kommt irgendwie nicht rein. Siehst du die bei dir? Die sagt, die wartet schon sehr lange und kann irgendwie nicht reinkommen. Da hat sie mir jetzt gerade eine Nachricht geschrieben. Claudia Friedrich? Kannst du ihr einfach mal deinen Link schicken? Ja. Oder, warte mal, wie mache ich denn das jetzt? Pass mal auf. Einladungslink kopieren. Ich mache das jetzt mal. Pam, 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 pam. Chat. Kannst du mich mal kurz einfach im Chat anschreiben? Brauchst einfach nur Hi oder einen Buchstaben, damit ich dich im Chat sehe. Okay, mache ich. Gut, danke. So. Dann mal eine Frage, da ist jetzt bei uns was durcheinander, brauchtet ihr ein Kennwort, um beizutreten oder ging das ohne Kennwort? Einmal schütteln, wenn ihr einmal Kopf nicken, wenn ihr ein Kennwort brauchtet.
Okay, es braucht also niemand braucht ein Kennwort. Okay. Ich habe schon ein Kennwort gebraucht, aber bei mir ist die Anmeldung schon länger her und ich glaube, ich habe das umgestellt und dann habe ich mich einfach nochmal neu registriert. Okay. Also das ist vielleicht die leichtere Möglichkeit. Also im Zweifelsfall, also rein theoretisch ist ja, der jetzt da ist, ist ja irgendwie reingekommen. Genau. Emanuel, ich habe jetzt gerade die Nachricht gekriegt, sie ist jetzt doch drin, also hat es jetzt geklappt. Okay, wunderbar. Danke. So, dann gibt es jetzt noch Fragen, ansonsten würde ich an Christian übergeben. Gut, dann, ich weiß nicht, ob Christian mich gerade hört, aber ich bin fertig. Schließt mal die Augen. Und richtet eine Reihe von Fragen nach innen. Die erste Frage lautet: Was tue ich jetzt gerade? Und bei dieser Frage gibt es natürlich zuerst eine oberflächliche Antwort, etwa ich sitze hier, ich atme. Aber dann, und das sind die wichtigen Antworten, gibt es subtilere, tiefere Antworten. Beispielsweise, ich warte gespannt. Oder ich rätsle. Etwa ich rätsle, ob es jetzt schon angefangen ist oder ob das noch Vorspiel ist. Oder ich warte. Oder ich bin aufgeregt, das ist jetzt noch kein Tun, aber ich rege mich auf, ist plötzlich ein Tun geworden. Ich rege mich auf über etwas. Ein Tun ist auch, was manche tun, ein ganz schräges Tun, nämlich in die Stille gehen. Da fragt man sich, wo gehen wir hin? Kommen Sie davon wieder zurück, fragt man sich. Und wie machen Sie das? Also die erste Frage lautet, was tue ich jetzt gerade? Und das möglichst genau. Viele Dinge, die man tut, sind etwas Negatives. Nicht negativ an sich, sondern richten sich darauf, dafür zu sorgen, dass etwas Bestimmtes nicht passiert. Dafür sorgen, dass man nicht unangenehm auffällt. Ich tue, ich strenge mich an, als eine gute Zuhörerin zu erscheinen und dabei zu verhindern, dass ich unangenehm auffalle, weil ich womöglich bestimmte Regeln nicht kenne. Ich strenge mich an, zu verstecken, dass ich die Regeln nicht kenne. Solcherlei Dinge. Das ist alles das oder ein Teil davon, was du im Augenblick tust.
Und wenn man sich die Frage anfängt erst zu stellen, ne, wenn man noch keine Übung damit hat, dann ist die alles andere als einfach. Und noch weniger leicht. Man merkt, die Antwort kann auf verschiedenen Ebenen sein. Und man soll sich nicht bekümmern, wenn man noch nicht so viel Erfahrung damit hat, dass die Antwort nicht leicht fällt. Und die nächste Frage lautet: Was will ich gerade? Etwa wenn das Tun darin bestand, was man entdeckt hat, mit den Wahrnehmungen hin und her zu springen, dann könnte bei der Frage, was will ich gerade, auftauchen, womöglich will ich mich ablenken. Womöglich will ich mich ablenken. Und dann kann man noch weiter fragen, was ist die Intention hinterm Ablenken? Womöglich will ich mich ablenken, damit gerade jetzt nicht irgendwelche unangenehmen Gefühle hochkommen. Dann hat man wirklich verstanden, erfasst, was man will. Dass man das, was man will, erschließt aus dem, was man tut und dabei davon ausgeht, jedes Tun hat ganz bestimmte Intentionen zugrunde liegend. Was also will ich gerade? Wenn die Antwort wäre, ich langweile, was tue ich gerade? Ich langweile mich. Und jetzt ist die Frage, was will ich? Dann könnte man schnell auf die Idee kommen zu sagen, ja, aber langweilen ist ganz unangenehm. Das kann doch nicht sein, dass ich das will. Und die Antwort ist die, wenn man es nicht würde wollen, würde man es nicht tun. Und man fragt sich dann genauer, was bedeutet das denn, mich zu langweilen? Es bedeutet, innerlich unruhig zu sein, weil in dem Nichts, was da gerade ist, innere Leere auftaucht und die macht einem Angst. Und was man da tut, man ist in Unruhe und sucht schnell Alternativen des Tuns, wenn ich doch bloß das könnte oder das könnte, um sich daran festzuhalten. Und die Intention davon ist, der Leere zu entkommen oder Gefühlen, die damit verbunden sind. Das ist das Wollen, was bei dem sich Langweilen zugrunde liegt. Um die Frage zu beantworten, in der Tat hat das Seminar schon angefangen. Weil die Fixierung zu erkennen, hängt wesentlich zusammen mit zu erkennen, was man tut und warum man es tut. Was man tut und warum man es tut. Wenn man jetzt also eine Antwort gefunden hat auf die Frage, was will ich gerade, kann man da eine zweite Frage anschließen, nämlich, was will ich eigentlich? Und wenn eben das Wollen womöglich das Ablenken war,
ist das Eigentliche womöglich, die Wahrheit über mich entdecken. Und als nächste Frage, was fühle ich jetzt? Und das, was man fühlt, wahrnehmen, ohne in irgendeiner Weise in Gedanken zurückzugehen. Und dann gibt es noch eine zusätzliche Frage, nämlich, was vermeide ich gerade? Gibt es etwas, was ich gerade vermeide? Man kann als Zusatzfrage benutzen, was gibt es, was ich im Augenblick auf keinen Fall möchte, dass es passiert? Es ist noch nicht dieselben Antworten, aber das kann einen dahin führen. Vermeiden kann bedeuten, Gefühle vermeiden, Anecken vermeiden, vermeiden, dass man gesehen wird, und zum Schluss einer solchen Reise nach innen ist es auf jeden Fall mehr als sinnvoll, die Frage zu stellen, was fühle ich jetzt? Eben auch deswegen, weil die Fragen, die man gestellt hat, selbst Gefühle aufwerfen und hochkommen lassen. Vielleicht eine Freude, was man über sich entdeckt hat oder in dem, was man will, dass dann ein Gefühl hochkommt, mit dem man nicht einverstanden ist, über das man sich womöglich ärgert. Verschiedene Gefühle. Und wenn man nach so einer Übung diese Frage, was fühle ich jetzt, nicht stellt und dem keinen Raum gibt, dann bleiben die Gefühle in einem stecken, man hat sie runtergeschluckt und hängen da innerlich klebrig herum. Und mit
dieser Frage, was fühle ich jetzt, geh noch mal 3 bis 4 Minuten nach innen und gib dem Gefühl Raum, ohne etwas zu tun.
Und jetzt kannst du, wenn du die Augen öffnest, darauf achten, dass du in der inneren Wahrnehmung bleibst. Dass du auch mit geöffneten Augen dich nicht wegziehen lässt von dir selbst, von dem, was du fühlst. Gibt es Fragen zu diesen 5 Fragen? Vielleicht noch 2 Sätze dazu. Man kann die 5 Fragen benutzen als eine Meditation. Man kann sie aber auch benutzen in der Mittagspause, um sich innerlich zu sammeln, zu sich selbst zu finden, was gerade los ist mit einem. Man kann sie machen zu Beginn einer Meditation oder man kann den Fragen nachgehen beim Spazierengehen. Ich habe von verschiedenen Menschen, die diese Frage sich öfter stellen, diese 5 Fragen und damit arbeiten, erstaunliche, gute Rückmeldungen bekommen, wie es ihnen damit gut geht. Und es sind 5 Fragen, die auch dazu helfen, seine Fixierung wahrzunehmen. Macht mal die Augen zu. Versetzt euch in einen Zeitpunkt, der schon sehr lange hinter euch liegt, so wo du 2,5 oder 3 Jahre alt bist. Du musst dir dazu vorstellen, um dich da hineinzuversetzen, dass die anderen Menschen um dich herum so groß sind, als wenn sie so groß wie 2 oder 3 Häuserstockwerke hoch sind. Das ist die Relation bei einem kleinen Kind zu den Großen, zu den Erwachsenen. Als wenn jetzt, wenn du nach draußen gehst und alle anderen sind so groß wie 2,5 oder 3 Stockwerke. 7, 8, 9 Meter. Und du machst manchmal die Erfahrung, dass wenn du, ja, vielleicht noch ein bisschen kleiner, aber auch nicht weit weg, wenn du nach Mama schreist und rufst, dann kommt sie. Und manchmal nicht. Und wie du dich dann fühlst, ist hilflos. Du kannst noch nicht bewirken. Du kannst noch nicht die Schuhbänder zumachen. Du sagst dann vielleicht, schon selber machen, aber es dauert eine Stunde und du kriegst es nicht hin. Das sind Momente, sich hilflos zu fühlen. Wenn man älteren Bruder oder ältere Schwester hat, gibt es viele Gelegenheiten, sich hilflos zu fühlen. Alles Mögliche, was du noch nicht kannst, und oft ist es schön, dass die Großen da sind, die einem das dann helfen, aber immer wieder auch ist es so,
dass sie nicht da sind. Oder ein Missverstehen oder gerade keine Zeit haben zu helfen. Und da wird dann das noch nicht selbst können, kommt dann umso schmerzhafter so daher. Und man fragt sich, das Kind fragt sich, bin ich es nicht wert, dass man mir hilft? Übersieht man mich, weil ich nicht in Ordnung bin? Und verbunden mit der Hilflosigkeit gibt es immer wieder Momente, wo dieses kleine Mädchen, dieser kleine Junge sich allein gelassen, alleine fühlt. Hat noch kein Handy, wo er irgendeinen Kumpel anrufen kann. Das sind zwei der wichtigsten Ängste, die das kleine Kind hat. Und die dritte Angst, ist die Angst zu sterben. Da kannst du dich mal hineinversetzen in das noch kleinere Kind, das noch im Bettchen liegt und gar nicht raus kann und das Hunger hat. Was nimmt das kleine Kind, das Hunger hat, wahr? Einen nagenden Hunger, sagt man. Es fühlt sich so an, als wenn im Bauch etwas nagt. Das kleine Kind weiß noch nicht genau, spürt noch nicht genau, wo ist meine Körpergrenze, was ist da los? Und es fühlt sich für das kleine Kind so an, als wenn da ein ganz böses Wesen ist, das an einem nagt, das einen von innen her aufisst. Bevor das Kind 4,5 Jahre alt ist, ungefähr, lebt es, ist es sich der ständigen Möglichkeit des Vernichtetseins gewahr. Das ist ein ständiger Begleiter. Die Freude zu leben, wo das Kind quiekt vor Vergnügen, auf der einen Seite, und die Möglichkeit des Vernichtetseins auf der anderen Seite. Erst mit 4,5 wird diese kontinuierliche Angst zu sterben verdrängt. Mit 4,5 wird es verdrängt und dann werden Bilder geschaffen. Die Oma, die stirbt, die in den Himmel kommt und andere Dinge. Aber diese unmittelbare Erleben von Gegenwärtigsein der Möglichkeit, nicht mehr zu sein, das wird dann verdrängt. Aber bis dahin ist es existent, ständig. 3 Ängste. Allein sein, hilflos sein, sterben. Und das, wenn man sich hineinversetzt, ist es verständlich, dass dieses Kind gewissermaßen sagt, ich setze alles daran, nicht mehr allein sein zu müssen, nicht mehr hilflos zu sein. Und auch nicht sterben zu müssen, also die Angst nicht mehr fühlen zu müssen. Ich setze alles daran. Ich will überleben und ich will mächtig sein. Eben nicht hilflos
Und ich will mich so verhalten, dass ich die anderen dazu bringe, dass sie mich lieb haben. So können wir uns den Weg vorstellen. Ist natürlich nicht so, dass das Kind sich da irgendwie so eine Entscheidung trifft, schon gar nicht eine bewusste Entscheidung, aber es greift nach einer Strategie, diesen drei Ängsten, ja, die zu überwinden, mit denen nach Möglichkeit nichts mehr zu tun haben zu müssen. Und so greift jedes Kind nach etwas Vorrangigen. Das eine entschließt sich, ich werde dafür sorgen, so stark zu sein, dass ich immer stärker bin als die anderen. Dann gibt es keine Hilflosigkeit mehr. Ein anderes Kind entschließt sich, ich werde so viel tolle Sachen leisten, dass die anderen gar nicht umhin können, mich zu bewundern und mich lieb zu haben. Jemand anders sagt, ich mache mich nützlich. Ich werde dafür sorgen, dass ich nicht anecke und nicht kritisiert werde. Und wenn ich mich dann nützlich mache, ja, dann können Sie gar nicht mich wegschicken. Dann haben Sie alle mir einen Gefallen schuldig. Wer soll mich dann wegschicken können, wenn ich schon so viel für den getan habe? Es ist natürlich ein bisschen anders. Der Mensch ist nicht so ein einzelnes Wesen, sondern wir sind alle viel mehr verbunden miteinander. Wir haben ein kollektives Unbewusstes, das da uns bewegt. Die jeweilige Charakterfixierung, jede Charakterfixierung enthält so eine bestimmte Strategie, aber die wird nicht neu geschaffen, die wird ergriffen. Die wird noch nicht mehr ergriffen, man kommt mit der auf die Welt. Sie kristallisiert sich, sie wird fester, sie wird angestoßen durch die Erfahrung mit der Angst und wird dadurch verstärkt. Aber die Betrachtung, das als eine Strategie zu betrachten, ist schon sinnvoll, weil es wird zu einer Strategie. Wie kann ich die anderen so beeinflussen und manipulieren, dass sie mich nicht alleine lassen? Ihr könntet mal die Augen schließen und mal euch dieser Tatsache gewahr sein. Ein Großteil meines bisherigen Lebens hat darin bestanden, andere Menschen zu manipulieren, damit sie mich toll finden, damit sie mich nicht alleine lassen, damit sie mich bewundern, damit sie mich lieb haben.
Ein Großteil meines Lebens bestand darin, die anderen zu manipulieren. Dazu habe ich Rollen gespielt, dazu habe ich mir bestimmte Tricks entwickelt, bestimmten Charme entwickelt, bestimmte Arten entwickeln, von denen ich weiß und rausgefunden habe, oh, das kommt gut an. Anderes versteckt. Und auf diese Weise die anderen manipuliert. Automatisch oft, ohne nachdenken zu müssen. Freundlich gelächelt, obwohl mir zum Heulen zumute war. Jemandem geholfen und Sachen für den gemacht, obwohl ich eigentlich gar keine Zeit gehabt hätte. So souverän getan, als wenn ich alles könnte, obwohl ich innerlich eigentlich gemerkt habe, nee, so ist es gar nicht. Und den anderen Honig ums Maul geschmiert und ihn bewundert und ihn toll gefunden, ja, damit er lieb zu mir ist und mich nicht kritisiert. Wie fühlt sich das an? Was löst es in mir aus? Welche verschiedenen Gefühle, wenn ich mir dieser Tatsache der Manipulation bewusst bin? Lass dir jetzt noch ein bisschen Zeit, diese Gefühle wahrzunehmen. Versuch mal auf 2 oder 3 Gefühle zu kommen. Ja, tragen wir mal so Gefühle zusammen, auf die ihr gestoßen seid, ja? Ohne viel zu berichten, so sagen, was für ein Gefühl und wie dieses Gefühl für euch war. Mal so etliche zusammentragen. Josefa. Wut. Also ich habe mich wütend gefühlt. Aha. Wütend gegen wen oder was? Das ist so ein, dass dieses System so ist. Also dass man so
die Kinder machen das ja nicht extra. Und dass das dann entsteht daraus, um überleben zu können, und was für ein blödes System dann daraus entsteht. Ja. Gut. Okay, ich notiere das in einer Art Tafel, die wir uns nachher angucken können. Weiter, weiter, meldet euch. Eva? Entschuldigung, ich hatte das Mikrofon nicht an. Aha, ja, das muss man sich auch erst dran gewöhnen, ne? Also Schamgefühle, dass ich manipuliert habe, Schuldgefühle und auch so eine Unsicherheit, wo ich das heute noch tue. Eine Frage geht mir da durch den Sinn. Bist du überrascht, dass diese Gefühle aufgetaucht sind? Nein. Heidi? Heidi? Mikrofon anstellen, ja? Ganz unten links, Heidi, das Mikrofon anstellen und dann nochmal anfangen. Ist gut, hörst du mich? Ja. Also bei mir ist eine große Traurigkeit gekommen. Traurigkeit. Mhm. Joachim? Bei mir war so eine Mischung, das ist schon eine Traurigkeit und dann war irgendwie so was Hämisches irgendwie auch da. Und das habe ich jetzt noch nicht richtig verstanden. Neben der Traurigkeit war was noch da? Sowas wie sowas Hämisches, irgendwie sowas. Aha. Ein aktiver Teil, der irgendwas will. Wenn man dahin fühlt, dann ist schon irgendwie was Wütendes da drunter. Also Wut vielleicht, die nicht ganz wirklich diese eher so hämisch aktiv zeigt. Und dann war irgendwie so eine verwirrte Unruhe noch dabei. Also vielleicht ob diesem traurig Bedrückten und gleichzeitig diesem hämisch Wütenden. Traurig und bedrückt und gleichzeitig hämisch und wütend. Genau. Das Hämische fand ich jetzt überraschend. Melanie? Ja, ich habe mich betroffen gefühlt. Das hat mich betroffen gemacht, dass ich das nötig habe, das zu tun, auch wenn ich es nicht will. So eine Betroffenheit. Dann habe ich mich klein gefühlt und ausgeliefert. Und mir war aber nicht klar, ob meiner Strategie ausgeliefert oder den Großen, den ich recht machen und die ich manipulieren will. Das war mir nicht klar. Ausgeliefert. Vielleicht der Strategie ausgeliefert, vielleicht aber auch den Großen, um es denen recht zu machen. Es war nicht frei. Es war so ein Ich muss.
Ich muss es tun, es war nicht frei. Ja. Ja. Unfrei gefühlt. Unfrei. Ja. Und klein. Unfrei und klein. Und klein. Hm. Und ein bisschen Scham darüber, dass ich es nötig habe. So. Hm. Ein bisschen Scham darüber, es nötig zu haben. Ja. Und dann Schmerz. Also wenn ich da so weiter reingehe, kommt dann kommt Schmerz. Hm. Wenn ich weiter reingehe, dann zeigt sich Schmerz. Ja. Rosemarie? Das Gefühl der Ohnmacht und der absoluten Hilflosigkeit. Das Gefühl der Ohnmacht und der Hilflosigkeit. Ernst? Ja, bei mir war es erstmal Angst und danach kam so eine Überlegenheit. So, ich bin irgendwie, ihr könnt mich alle, also dieses Hämische ist, glaube ich, das richtige Wort dazu. Dieses, weiß ich nicht. Ich habe mich dann, irgendwie habe ich mich überlegen gefühlt, obwohl ich irgendwie da keinen Anlass zu sehe, weil also war schwierig. Schwierige Gefühle kamen da gerade hoch. Schwierige Gefühle. Auf der einen Seite Angst. Angst, ja. Und auf der anderen Seite so eine Art hämische Überlegenheit. Ja, ja. So, ihr könnt mir nichts mehr erzählen. Irgendwie. Ihr könnt mich alle mal. Ja, so auf Deutsch kann man das so sagen. Ihr könnt mir nichts erzählen. Ich bin ganz unabhängig von euch. Ja, abgekapselt. Ich habe mich da schon zurückgezogen. Oder weiß ich nicht, schwer zu beschreiben. Aber es war mit so einem Gefühl, ich brauche euch doch alle gar nicht. Ja, da sind viele, viele Betrüger da gewesen, glaube ich. Komische. Alles, ja, ich habe auch jemanden in mir, der andauernd auch immer erzählt und plappert. Also das ist ganz schön schwierig, Ruhe reinzukriegen, weil ich auch so einen großen Erklärbär in mir habe, der einfach nicht ruhig ist. Ich brauche euch alle gar nicht. Ja, es war wohl, das ist so ein Grundtenor. Macht ganz schön einsam letztendlich. Ja, ich glaube, jetzt könnt ihr alle mal auf diese Tafel schauen.
Jetzt habt ihr das nochmal angeschaut. Bei dem einen ist das eine etwas stärker, bei dem anderen das andere. Macht jetzt nochmal die Augen zu und sei dir gewahr, dass es nicht nur dir so geht, sondern allen anderen, die jetzt zusammen sind. Man kann sogar sagen, allen anderen Menschen, die darüber hinaus ein bisschen Offenheit sich selbst gegenüber haben, genauso geht. Allen geht es genauso mit dem Manipulativen und mit der Traurigkeit, der Angst, der Ohnmacht und der Wut darüber. Allen geht es so. Im Augenblick jetzt erst einmal betrachtet auf alle, die jetzt hier im Raum zusammen sind, in dem virtuellen Raum, und diejenigen eingeschlossen, die auf YouTube noch mitzuschauen und hören, dass es nicht nur du alleine bist. Und nimm wahr, wie sich das anfühlt. Und gib dem Gefühl Raum oder den mehreren Gefühlen, die da sein können. Und dann mach langsam die Augen auf und denk wieder dran, dass du auch mit geöffneten Augen innerlich fühlen kannst und innerlich wahrnehmen kannst. Und wir machen mal wieder dass ihr ein paar Gefühle nennt, die ihr so wahrgenommen habt. Eva? Das war jetzt eigentlich noch zu der vorherigen. Ich konnte meine Hand jetzt nicht... Ja. Hast aber noch, ist ja egal, ich konnte jetzt zu dem auch was sagen. Also das macht eigentlich so ein Mitgefühl, macht sich dann breit in mir, dass es jedem so geht, dass jeder irgendwie so ein, vorhin kam so, das ist wie eine Vergeudung, ein bisschen, wie eine Vergeudung von meinem Leben, fühlte sich das an. Und dann kommt da eben so ein Mitgefühl. Mit dir. Das Gefühl, dass jeder da so drin steckt und nicht richtig. Und mit den anderen, ja. Mitgefühl mit dir selbst und mit den anderen. Und
Ein Schmerz darüber, wie viel Vergeudung von Leben das bedeutet. Ja. Ja, von echtem Leben, von wirklich Sein. Das ist eigentlich, ja, das ist tief traurig eigentlich, ja. Eva 2. Also bei mir kam so eine Traurigkeit, weil ich so das Gefühl hatte, wir Menschen, wir sind wie Gefangene von unseren Mustern. Traurigkeit, weil ich uns so vorkomme, als wenn wir Gefangene unserer Muster wären. Traurigkeit, weil ich uns jetzt so vorkomme, als wenn wir Gefangene der Muster wären. Susanne B. So, jetzt entstand in mir so eine tiefe Sehnsucht nach Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Sehnsucht nach Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Katharina. Ich empfinde das auch sehr erleichternd, dass es allen irgendwie so geht. Weil das ja dann im Prinzip heißt, dass viele Eigenschaften gar nicht so sein müssten und dass man dahinter gucken könnte und dass man vieles ablegen könnte, was man als negativ empfindet, und es muss gar nicht zu einem gehören. Und das finde ich sehr erleichternd. Erleichterung über das Wissen, dass wir es ändern können, dass es nicht so bleiben muss. Ja, genau. Erleichterung. Erleichterung wegen des Wissens, dass es nicht so bleiben muss und wir das ändern können. Ja.
Ja, lassen wir es darüber mal so. Oder hat von denen, die noch sich es sind jetzt auch noch jemand einen zusätzlichen Gedanken oder ein zusätzliches Gefühl oder Wahrnehmung? Nick. Es kam auch eine Geborgenheit hoch, nicht alleine damit zu sein, mit dieser Unsicherheit und dem Manipulativen. Ein Gefühl von Geborgenheit, dass ich nicht alleine damit bin. Wir sitzen alle im selben Boot. Ja. Ja, wenn wir bei dem letzten Mal einen Moment bleiben, ne? Ich habe da die zweite Hälfte von dem Satz dazu geschrieben, aber das ist, glaube ich, genau das, was du ansprechen wolltest, Nick, oder? Genau. Hauptsächlich dieses Nicht-Alleine-Sein damit. Ja, ja. Das ist das Faszinierende und Spannende an Enneagramm. Eins der faszinierenden Dinge. Wir sind zusammen, wir wissen, wir brauchen uns nichts vorzumachen, weil oft wissen die anderen die Fixierung, die man hat, schneller als man selbst. Was soll man da noch rummachen und so tun, als ob? Und weil wir wissen, dass wir alle im selben Boot sitzen, haben wir plötzlich keine Schwierigkeit mehr damit, es aufzudecken. Früher, wie ich als Gruppenleiter und Therapeut unterwegs war, es hat nie diese offene Atmosphäre gegeben, dass jeder bereit ist, die Verrücktheiten und Macken ins Gesicht zu sehen, sich anzusehen und zu sagen. Keiner braucht sich dem anderen überlegen zu fühlen und niemand braucht sich unterlegen zu fühlen. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. So, jetzt sehen wir mal wieder mehr Menschen. Das ist wirklich gut. Die Fixierungen sind unterschiedlich, aber im Prinzip sind sie alle gleich. Der Angst vor Tod, Alleinsein und Hilflosigkeit entkommen wollen. Da gab es die Wut darüber, dass es so ist. Und über diese Wut müssen wir ein bisschen mehr nachdenken. Der Punkt ist der, wir brauchen nicht wirklich wütend zu sein, weil das kleine Kind im Alter von 2,5 bis 3 Jahren fängt an, ich zu sagen. Ne? Dass, wenn ihr Nichten, Neffen habt oder eigene Kinder oder aus den Erzählungen von euch selbst wisst, weiß man das. So mit 2,5, 3 Vorher sagen sie, Willi hat Hunger, wenn sie zeigen auf sich, Willi hat Hunger. Und plötzlich heißt es, ich habe Hunger. Und es heißt auch, ich will und ich will nicht. Das ist die Trotzalter. Heißt nicht mehr so. Heißt jetzt Selbstfindungsphase. Ja, so. Ne? In der Zeit bildet sich das Ich heraus. Und das Ich ist verbunden mit den Gedanken, oh, ich bin aber noch so hilflos. Und ich bin so oft so alleine. Warum bin ich so alleine?
die bösen anderen. Und dem großen Bruder geht es viel besser. Warum geht es mir schlechter als dem? Und die ganze Fixierung hat mit dem Ich zu tun. Und wir können froh sein, dass es dieses Ich gab. Weil ohne das Ich hätte es keine Entwicklung gegeben. Das Ich war wie eine Brücke. Weil das kleine Kind kann Dinge noch nicht ichlos wahrnehmen. Ein kleines Kind, wenn es über die Straße geht, nachts, wenn es dunkel ist und der Mond scheint, sieht ja so aus, als wenn der Mond weitergeht. Mit einem. Das kleine Kind denkt, ah, der Mond geht mit, weil er mir die Straße ausleuchten will. Der kann noch nicht, das kleine Kind kann noch nicht denken, Mond an sich. Was wäre der Mond, wenn es keine Erde gäbe? Das sprengt, das kann nicht erfassen, nichts davon. Und deswegen braucht das kleine Kind diese Ich-Vorstellung, um Wahrnehmungen so strukturieren und organisieren zu können. Sonst geht es nicht. Man kann nicht vom Kleinkindalter in die Erleuchtung springen. Das geht nicht. Wenn es das Ich nicht gäbe, das Ich ist eine Brücke, bis mindestens 14. Ab 14, 15 kann man Erleuchtung finden. Dann braucht man das Ich nicht mehr. Aber die meisten Menschen klammern sich an diesem Brückengeländer so fest. Sie wären eigentlich schon drüber, aber die klammern sich fest und behalten das Ich einfach. Machen die letzten Schritte nicht. Denken, oh, was kann hinter der Brücke bloß sein? Die Brücke kenne ich jetzt, das geht ja einigermaßen. Aber dahinter, was hat mich da zu erwarten? Lieber noch festhalten, lieber weiter ich sagen. Nun, darum gibt es am Ende der Brücke gibt's so einen Stau, ein fürchterliches Gedränge. Furchtbar, weil sie alle nicht weitergehen. Aber für die Zeit haben wir das Ich gebraucht. Und so mit 12, 13 gibt es wirklich einen kognitiven Sprung. Dann könnten wir damit aufhören, mit dieser fixen Idee. Und deswegen, die ganzen Sachen können zwar durch die Sozialisation und die Biografie verschlimmert werden, aber das Prinzip ist, wir brauchen diese Fixierung für eine bestimmte Zeit. Also können wir auch damit sagen, Gott sei Dank hatten wir diese Krücke, diese Stütze, diese Brücke, die uns in das Erwachsenenalter hinein geholfen hat. Okay. Also können wir auch von daher ganz beruhigt sein und auch sehen, dass es auch nicht wirklich sowas wie Schuld gibt. Auch wenn diese Gefühle verstehbar sind von Scham und Schuld, ne? Und auch berechtigt sind. Es gibt dieses sich schuldig fühlen wegen des Manipulierens. Aber keine Schuld. Okay, soweit. Josef? Ja, ich wollte nur sagen, also das Gefühl ist bei mir dann noch plötzlich recht stark da, war einfach der Schmerz, so lange quasi von Fassade zu Fassade, von Fixierung zu Fixierung nur kommuniziert zu haben. Und wie du jetzt das
mit dem 15 Jahren noch einmal betont hast. Das sind also dann ja bei mir auch schon viele Jahrzehnte, nicht, wo immer diese Sehnsucht da war nach der tieferen Kommunikation und jetzt noch stärker zu erkennen, dass das einfach nie stattgefunden hat, genau genommen. Das ist schon sehr hart eigentlich. Ja. Aber ein bisschen versöhnt bin ich jetzt, ich wusste es ja schon, aber dass mir auch bewusst wurde, dass es eben notwendig war vorher, nicht? Ja. Nicht von Anfang an eine Katastrophe war. Es ist, weißt du, jede Krücke, wenn man ein Bein gebrochen hat, ne, jede Krücke wirkt unelegant. Also, und ist nur ein Hilfsmittel, ne? Aber dann sieht man, ja, es war gut, dass sie da war. Ich habe sie gut gebraucht. Jetzt ist das Bein in Ordnung, jetzt kann ich auf eigenen Füßen stehen. Aus der YouTube-Gruppe gibt es eine Frage bezüglich der Gefühle. Woher weiß ich, ob ich gerade ein Gefühl aufbausche, vertiefe oder ein Gefühl verarbeite? Mit Gefühlen kann man zweierlei tun. Es ist gut, zweierlei zu tun. Ein Gefühl fühlen und nichts tun. Das ist der Hauptschlüssel, der Königsweg, das Wichtigste, um sich auf das Aufwachen zuzubewegen. Fühlen und nichts tun. Sich hineinziehen lassen in das Gefühl und nichts tun. Punkt. Das Zweite, was man mit dem Gefühl tun kann, ist zu fragen, wo kommt es her? Wann hat es sich zum ersten Mal so eingestellt? Was ist aus der Zeit noch unerledigt? Was ist noch nicht gelöst, sodass ich mit diesem Gefühl besonders schnell immerzu bei der Hand bin, besonders schnell traurig bin, besonders schnell wütend bin? Das hat ja eine Geschichte. Verarbeiten bedeutet dann auch, die Geschichte zu verarbeiten. Und wann man das eine tut und wann man das andere tut, das hängt davon ab, was gerade angemessen ist. Jetzt schließ noch mal die Augen wieder. Und geh zurück in der Zeit zu ungefähr 50.000 Jahre. Eine Zeit, in der das Gehirn schon ziemlich weit entwickelt ist, aber Sprache praktisch noch gar nicht da ist. Du spürst den Körper. Du bewegst dich abends in die Höhle und spürst die anderen aus der Horde. Ihre Körper im Zusammenrücken, dich wohlig fühlen, sicher fühlen um das Feuer herum, wissen, dass da jetzt keine Raubtiere reinkommen, sich reintrauen, dass man sich sicher fühlen kann und in dieser Sicherheit die Augen auch zumachen kann und sich dem Schlaf gleich überlassen, all das. Und auch dabei spürt man manchmal noch den Mitmenschen, man hört ihn auch. Und das Ganze wirkt beruhigend und haltend. Und tagsüber spürst du den Hunger und weißt, dass es an der Zeit ist, dich nach draußen zu begeben und mit dem Speer und dem Stein, der die Spitze des Speeres ist, wilde Tiere zu jagen. Und du spürst dich beim Laufen und siehst, ob das Tier schneller ist als du und vielleicht, dass die anderen aus der Horde schon da hinten stehen und die Tiere auf sie zulaufen und
wenn du so jemanden auf dich zulaufen siehst, dann spürst du, wenn es Rinder sind, die Erde beben und du nimmst deinen Speer und mit aller Kraft deines Körpers und mit deinen Augen, die die Richtung sehen, schleuderst du den Speer und wenn er das Tier trifft und es betroffen zu Boden sinkt, dann überflutet dich ein Endorphine, Glückshormone und Adrenalin. Es ist wie ein Rauschzustand. Dieses eine Tier bedeutet Essen für die ganze Horde für 3 oder 4 Tage. Wenn es kein Kaninchen war, sondern ein Bison, ein Wisent. Und dann spürst du die Schwere, die Last, das Tier auf Stangen nach Hause zu tragen. Und wie froh du bist und erschöpft du niedersinkst und die Frauen fangen an zu kochen. Scheiße. Nein, die Frauen sind da, weil sie die Kinder behütet haben. Die Frauen sind zu Hause geblieben, weil sie die Kinder behütet haben. Sie haben die Kinder genährt, gestillt. Sie hören die Kinder, sie spüren die Kinder, wenn sie auf den Arm nehmen. Sie spüren mehr die Bedürfnisse der Kinder. Sie hören aber auch im Klang der Stimme die Stimmung. Das alles ist, wie du in diesen frühen Jahren körperlich die Welt erfährst und körperlich mit den anderen in der Horde kommunizierst. Ja, in dieser Zeit damals, da hast du noch kein Ich wahrgenommen. Da warst du praktisch im Alter gewissermaßen so bis 2,5. Da war keine Sprache, da war kein Ich, da war ein Bewusstsein von Horde. Auch von Sippe. Und dann geht es weiter, dann differenziert sich die Sprache. Du wirst älter, sagen wir mal, so im zum 10.000, 15.000. Da hat es schon die Zeit gegeben, wo die Männer morgens zusammengesessen sind, vielleicht vor Tagesanbruch, und sich aufgeteilt haben. Die eine Gruppe ging schon ganz früh weg und stellte sich da hinten auf. Es gab einen richtigen Plan. Man hat den Plan, um ihn zu verstehen und zu kommunizieren, in den Boden gezeichnet. Wirklich, in den Boden gezeichnet, mit einem Stück Ast in den Sand. Aus den Menschen hat man Striche gemacht von den Horden und die da hinten waren, vielleicht neben der Schlucht, und sich hinstellen. Und die anderen Teil der Horde, die später aufbricht, wurde an der anderen Seite gezeichnet und mit Pfeilen zusammen, weil die sich bewegten. Und so hat man sich gegenseitig verständigt über diese unterschiedliche Aufgabe. Das sind die Momente, in denen das Denken geboren war.
Und war das für ein Rauschzustand am Abend von der ganzen Horde, wenn man realisiert hat, dass der Jagderfolg doppelt, dreimal so hoch war als vorher? Das muss ein überflutet sein von Adrenalin, ein wirklicher Rauschzustand. Man muss sich vorgekommen sein wie die Götter selbst. Was für eine Macht, was für ein Gewinn, was für ein Sieg über den Hunger. Und das, jetzt kannst du zurückgehen in dein eigenes Leben. Diese Rauschzustände gibt es in diesem Alter von 2,5 bis 3 eben auch. Wo Kinder, das kleine Kind, Gefühle von Allmacht bekommen. Das ist das Denken. Das ist die mentale Fixierung, der mentale Körper. Dazwischen, zwischen dem Körper, physisch-körperlichen und dem mentalen Körper, hat es die Zeit von den Gefühlen gegeben. Die Bindung an die Kinder, die Paarbindung, die Freude. Diese Gefühle haben sich mit der Sprache weiter differenziert. Für das Kleinkind, für dich in deinem Leben, seit man weiß, dass das Gehör des Embryos mit 4, also des kleinen Kindes während der Schwangerschaft, mit der Hälfte der Schwangerschaft das Gehör komplett ausgebildet ist, weiß man, dass das Kind mit einer kompletten Gefühlsmatrix auf die Welt kommt. Das ist heute, wo die Eltern diese differenzierten Gefühle haben und kommunizieren und im Klang der Stimme dem Kind vermitteln, zusammen mit den körperlichen Empfindungen, die da einhergehen. Vor 10.000 Jahren, 15.000 Jahren war das auch bei den Großen nicht so differenziert. Da konnte während der Schwangerschaft auch viel weniger Differenziertes weitergegeben werden. Aber in dieser kleinen Zeitreise konntest du ein bisschen fühlen, wie unterschiedlich man sich der Welt zuwenden kann. Mit dem physischen Körper, mit dem emotionalen Körper und mit dem mentalen Körper. Und wie das ist mit jeder, mit verschiedenen Seiten. Jeder hat alle drei Körper. Es wäre nicht möglich, wenn das einer von denen völlig fehlt. Es gibt Krankheiten, wo der physische Körper kaum mehr oder zum Schluss gar nicht mehr bewegbar ist, aber er ist trotzdem noch da. Es gibt Menschen, die Gefühle ganz schwer ausdrücken, aussprechen können oder differenziert wahrnehmen, bewusst. Aber die Gefühle sind unbewusst wahr, auch in der Differenziertheit. Und für das Denken trifft das Gleiche zu. Und jetzt haben diese drei Körper einen unterschiedlichen Charakter.
stell dir mal vor, du gehst in einen Raum mit anderen Menschen, da sind, und du gehst in den Raum körperlich, mit einer Körperfixierung gewissermaßen. Ja, dann wird für dich in der Wahrnehmung vorherrschen, wie viel Platz habe ich, wie viel Raum habe ich? Hier ist mein Revier, wirst du denken, wenn der Raum schon, wenn du schon länger da bist. Du wirst in gewisser Weise ein bisschen vorbereitet sein, ob das Revier gestört wird, dann wirst du sagen, stopp. Du wirst Kontakt aufnehmen mit anderen über den Körper, da wirst du, wird die Distanz geringer und du machst körperliche Annäherungen. Das Körperliche hat mit dem Raum zu tun, was um dich herum ist. Und dieser Raum ist immer begrenzt. Dein Leben ist begrenzt, die Arme sind begrenzt, die Geschwindigkeit der Beine ist begrenzt. Das heißt, wenn du dir deines Körpers bewusst bist, im Körper lebst, dann geht damit immer einher die Wahrnehmung von Begrenztheit. In der geistigen Fixierung kannst du in 2 Sekunden nach Hawaii fliegen und dir den Urlaub vorstellen, der im letzten Jahr vielleicht stattgefunden hat oder vorletzten Jahr jetzt gewissermaßen. Das geht in 2 Sekunden. Das ist egal, wie viele Leute um dich rumsitzen. Ist egal. Du kannst dich hineinfantasieren, was du tun könntest und der andere tun könnte. Da spielt die Länge deiner Arme keine Rolle. Nur als Kontrast, um mitzukriegen, dass Körperliches immer mit Begrenztheit. Und darum ist so ein Hauptgefühl des Körperlichen gegen an. Gegen die Begrenztheit an. Und auch gegen die Einschränkung des Reviers an. Dagegen. Die Hauptbewegung der Körperfixierung ist gegen an. Stell dir das Emotionale vor. Du kommst in einen Raum und was du mitbekommst, sind die Schwingungen. Was sind denn hier für Vibes oder was sind denn hier für Schwingungen, für Vibrationen, für sonst was? Da wirst du mitkriegen, die Schwingung und die Stimmung. Was ist hier für eine Atmosphäre? Und damit wirst du Kontakt aufnehmen und wirst, deine eigene Stimmung wird davon bestimmt oder umgekehrt. Du fließt da hinein. Die Bewegung des Emotionalen ist ein Fließen. Hineinfließen. Miteinander fließen wollen. Natürlich, der emotionale Körper ist zu den anderen hin. Ne? Was ist mit dem Mentalkörper? Der fühlt sich natürlich am unsichersten. Der physische Körper ist relativ gegründet, relativ sicher. Der setzt sich hin und weiß, hier sitze ich. Der Mentalkörper denkt sich irgendwo hin und weiß nicht, wo bin ich. Er kann in einer Sekunde dies denken, in der anderen Sekunde das. Das macht, dass sein Leben das Unsicherste ist. Und Unsicherheit bedeutet Angst. Und Angst bedeutet davon weg, von den Gefühlen weg, von den anderen weg, mit den Gedanken weg, weg davon. Jeder hat alle drei Bewegungen, macht mal die Augen zu. Und ich kündige es an, damit es nicht zu sehr jemanden erschreckt.
dass es nämlich einen Ton gibt. Beispielsweise diesen. So, jetzt hat es drei mögliche Bewegungen gegeben. Gegen den Ton an. Warum ist er so laut? Was macht er hier, der Ton? Was hat er zu suchen? Was stört er mich? Ne? Das ist ein Gegenan. Ein Hin. Was für ein interessanter Ton. Was für eine Botschaft kann uns darin stecken? Zu welchem Zwecke wohl? Womit ist der Ton denn wohl gemacht? Wie kann das sein, dass der irgendwo anders erzeugt wird und hier in meinem virtuellen Raum erscheint? Das ist ein Hinrennen. Was muss ich machen? Was sagt der Ton mir? Das ist ein Hinrennen, ein Hin. Und die dritte Möglichkeit ist zu sagen, welcher Ton? Was für ein Ton? Ich habe keinen Ton gehört. Gestört hat er mich auch nicht. Das ist ein davon weg. Jeder hat verfügt über diese drei Möglichkeiten. Und du weißt, mal das, mal das, mal das. Aber es gibt doch eine Bewegung, die für dich die typische ist. Vor allem eine Bewegung, die für dich die typische ist, wenn du unter Druck, unter Stress gerätst. Und das ist so, dass die den drei Körpern zugeordnet sind. Und dazu machen wir jetzt mal eine Zweierübung, die die Leute bei YouTube nur sich mental mit jemandem vorstellen können. Aber ich, warte mal. Das Reingehen und Rausgehen geht nicht so schnell, Emanuel, oder? Dass wir die Übung machen können und dann wieder zusammen und dann wieder hinein. Ist das viel Zeit, was da verloren geht in diesem Tauschen? Nö, ich kann eigentlich nicht. Es gibt ja immer noch so einen 60-Sekunden-Countdown, den kann ich aber, ich aber wegmachen. Ja. Und dann machen wir das so, drei Phasen, wo alle wieder zusammenkommen, ich dann den zweiten Schritt deutlich mache und dann den dritten, ja? Und ihr bleibt aber dabei immer in derselben Zweiergruppe. So. Bei der ersten geht es um das Gegenan. Du bist zu zweit und du stellst dir beide gleichzeitig sich vor, körperlich gegen den anderen anzugehen. Opravdu to nechtít, Matyášku, prosím. Bitte? Das geht natürlich nur im bestimmten Rahmen, weil ihr beide im virtuellen zwei verschiedenen Räume sind und trotzdem kannst du körperlich gegen den anderen angehen. Das machst du so eine halbe Minute, eine Minute, dann hältst du inne und dann gehst du emotional gegen den anderen an. Und das Emotionale drückst du auch in den Gesichtszügen aus, in deiner Haltung. Und drittens, gehst du mental in Gedanken gegen den anderen an. Und beide machen das gleichzeitig, sodass ihr so merkt, nach einer Minute merkst du innehalten und jetzt tief durchatmen und wieder in dir dich zentrieren. Und zuerst das Körperliche gegenangehen, dann das Emotionale gegenangehen und dann das Mentale gegenangehen.
Und das zusammen mit den Pausen jeweils zwischendurch drei wird so 7 Minuten dauern. Nein, 6 Minuten ungefähr. Aber dann tauschst du dich, Moment. Nein, du tauschst dich noch nicht aus. Du tauschst dich noch nicht aus. Nee, das Austauschen kommt ganz zum Schluss. Also nach 6 Minuten ungefähr kommen wir wieder zusammen. Okay. Also es geht ein relativ zügiges, bei diesen Zweierübungen oder Drei- oder Viererübungen ist es gut, wenn man ganz fokussiert in die Übung einsteigt. Dass man gar nicht erst in diesen sozialen Plaudermodus hineingerät. Ah, dass ich mit dir zusammengekommen bin, das habe ich mir schon lange gewünscht und ich bin übrigens die Friedel und ja, und ich bin auch ungebunden und ich könnte mir auch eine gemeinsame Zukunft mit dir vorstellen, wenn das mit der Übung jetzt gut klappt. Aber ich habe bisher schlimme Erfahrungen in meinem Leben. Das muss man dazu sagen, gleich von vornherein. Das will ich auch gar nicht verschweigen. Und so, also, dass man sowas jetzt nicht, sondern fokussiert mit der Übung beginnt. Christian, darf ich nochmal fragen zu körperlich? Ja. Auch nur mental oder soll man irgendwas machen oder also so? Machen. Okay. Mit der Bewegung. Mhm. Du kannst das Bild wegschieben, du kannst, ja, körperlich. Okay. So, weil wenn das so fokussiert ist, dann kriegst du die inneren Gefühle mit währenddessen, wie sich das jeweils anfühlt. Wie es dir damit geht. Gut, also... Christian, ich habe noch eine Frage bei dem Emotionalen. Also wir sagen bei keinem was. Nein, ihr sagt bei keinem was. Okay. Mhm. Mhm. Und aber ihr kommt nach dem Körper, nach dem Gegenan, nach dem Gegenan kommen wir wieder zusammen. Nee, ihr sagt bei keinem was. Das geschieht nur innerlich und das Emotionale wird durch einen Gesichtsausdruck ausgedrückt. Mhm. Ja. Okay, danke. Und wir machen das aber nacheinander und nicht gleichzeitig. Nochmal? Wir machen das nacheinander und nicht gleichzeitig. Doch, ihr macht es gleichzeitig. Gleichzeitig, okay. Mhm. Nacheinander macht ihr die drei Etappen genau. Von körperlich gegen angehen, emotional gegen angehen und mental gegen genau. angehen. Genau, aber dann gleichzeitig die drei Schritte. Ja, alles klar. Ja. Gut. So, gut, dann sind es jetzt genau 6 Minuten und ihr werdet nach den 6 Minuten dann direkt wieder in den großen Raum reingeschmissen, reingeworfen. Dann geht's jetzt los. Klappt ja wunderbar.
Iva, was ist bei dir passiert? In welcher Gruppe A? Ah, dich habe ich als Drittes wo reingesteckt, weil dein Partner gefehlt hat. Ja, genau. Ist in Ordnung schon. Lass mal. Ist gut. Ich war da jetzt in eine andere Gruppe und es reicht mir. Ja, tut mir leid, dann da war leider irgendeine Dateileiche mit bei, mit der du dummerweise zusammengekommen bist. Okay, kein Problem. Soll ich dich jetzt beim nächsten Durchgang nicht mit der Dreiergruppe mit reinmachen oder? Lieber zu zweit würde ich gerne. Ja. Naja, es gab jetzt niemanden mehr für den Zweier. Das war das Problem. Okay. Ja. Also ich kann dir jetzt nur die Dreiergruppe da anbieten. Ja, ist in Ordnung, so, doch. Jetzt innehalten und dich ganz umstellen auf eine ganz andere Welt. Eine Welt, die so aussieht, die für dich so aussieht, dass du überall hin willst. Hin zu dem anderen vor allem. Und auch diese Hinbewegung natürlich findet körperlich statt, findet vor allem emotional statt und findet natürlich auch mental statt. Hin zu dem anderen. Und dieses Hin zu dem anderen, das hat eine unterwürfige Note. Sonst wäre es zu sehr gemischt mit dem Gegenan. Ein Hingehen zu den anderen, dass ich den anderen sozusagen von oben herab zu etwas zwingen und bringen will, das ist viel zu viel Gegenan. Diese Hinbewegung hat was von, was kann ich für den anderen tun, wie kann ich für den anderen da sein, wie kann ich, das Hin ist, auch bei Gegenständen, auch Gegenständen, was hat mir das zu sagen, was tut das mit mir? Ja, also diese Hinbewegung ist eine von unten herab sozusagen, von unten herauf. Eine solche Hinbewegung ist das. Okay? Und das wieder in den drei verschiedenen Arten, körperlich, emotional und mental. Dann geht's los.
wieder tief Luft holen. Ein bisschen loslassen. Und wieder eine neue Welt. Das davon weg. Davon weg. Von allem, von Konflikten, von anderen Menschen, mit anderen Menschen zusammen nicht so viel Nähe, weg von den inneren Gefühlen, lieber denken und Fantasien haben, weg von Unbekannten, lieber den sicheren Trott machen. Einfach weg von. Jetzt können natürlich dieses Weg von, man kann auch gemeinsam weg von. Man kann sich zu zweit zusammentun und sagen, wir beide halten zusammen, aber wir gehen von allem anderen weg. Aber dann gibt es zwischen den beiden auch ein weg von zu viel Nähe. Weg von aufregenden Sachen, weg von Selbstständigkeit, weg von... Es sind nicht nur die Menschen gegenüber dem, das hin, gegen, an und weg, sondern auch die Dinge. Ist auch ein Weg von, ein Gegen, an, ein Hin, zu. Also jetzt geht es um das Weg von. Ja, und das wieder körperlich. Eigentlich die Hauptbewegung werden nur leere Bildschirme gleich zu sehen sein. Von wem? Wer wird leere Bildschirme sehen? Ja, das ist dann ein Koan. Aber das ist ein anderes Thema. Weg von ist jetzt körperlich, emotional. Und auf mentalem Gebiet. Also geht es wieder los. 3, 2, 1.
Ja. Nimm mal wahr, was du jetzt fühlst. Schließ die Augen. Nimm das wahr, ohne was mit dem Gefühl machen zu müssen. Und jetzt bereite dich darauf vor, mit deiner Partnerin oder deinem Partner nochmal zusammenzukommen und dich auszutauschen über deine Erfahrung. Und dazu nimm dir jetzt noch, bleib bei dir und geh die Erinnerung noch einmal durch, wie war der erste Teil der Übung, wie war es, gegen anzugehen, wie hat sich das angefühlt? Und dabei gibt es zwei Dimensionen. Das eine, hat es sich gut angefühlt oder weniger gut? Und hat es sich bekannt angefühlt oder weniger bekannt? Das ist nicht dasselbe, auch nicht das Gleiche. Es kann sogar in verschiedene Richtungen gehen. Erinner dich, wie war das? Wie hat sich das angefühlt? Und dann erinnere den zweiten Teil. Wie war das hinzu? Wie hat sich das für dich angefühlt? Bekannt, unbekannt, gut und wohlig oder unruhig und ungut. Und dann erinnere den dritten Schritt, der jetzt der letzte war. Wie hast du dich da gefühlt? Und wie oder was daran kam dir bekannt vor oder unbekannt? Und darüber tausch dich jetzt mit deiner Partnerin oder Partner aus, 10 Minuten lang. Indem du deine Erfahrung mitteilst, wird sie dir innerlich auch deutlicher. Vom anderen, wenn du zuhörst, kann dich selbst das inspirieren, dies oder jenes zu beachten, was du vorher vielleicht nicht so wichtig fandest. Und in 10 Minuten kommen wir noch einmal zum Abschluss wieder zusammen. Dann geht's jetzt los. Ich habe mich jetzt erst entschlossen, dem Seminar beizutreten. Somit habe ich keine Gruppe, aber das ist okay. Das ist jetzt auch schon quasi am Ende. Eben. Das ist jetzt noch 10 Minuten, geht die Gruppe, dann treffen wir uns nochmal. Genau. Also es ist nicht schlimm, passt schon, wenn ich übrig bleibe.
Gut, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, können wir uns nehmen. Gibt es irgendwie eine kurze Frage, eine wichtige Frage oder eine wichtige Anmerkung? Frank? Ja, irgendwie hat mich das ja doch fasziniert. Ich habe mir vorher so Gedanken gemacht, wie das wohl jetzt ist, diese Übung. Da hatte ich überhaupt keinen Kontakt zu. Und habe aber alle neuen, sagen wir mal so neuen Dinge oder Instanzen da gut erlebt. Gleichzeitig aber, das ist aber alles irgendwie nicht so richtig, wie soll ich sagen, toll. Also in Kategorie gut oder schlecht, würde ich jetzt sagen schlecht. Irgendwie. Aha. Ja, jetzt nichts toll, also das ist ja eher leer oder unschön. So ist es. Ja, schrecklich. Also ja. Das ist jetzt kein schönes Gefühl, das wollte ich sagen. Ja. Zum Glück gibt es eine vierte Möglichkeit. Stimmt. auf die kommen wir später. Es gibt zum Glück eine vierte Möglichkeit. Sonst wäre das Leben wirklich eine Tragödie. Aber für die meisten Menschen bleiben in diesen drei Möglichkeiten hängen. Und ganz ehrlich, ich habe eine stark, oder stark weiß ich gar nicht, aber mentale Fixierung. Und ich habe mich eben so erlebt, wie ein bisschen Ödnis, wie öde das ist, wie dieses Weg von, wie das war ja noch das am wenigsten Lebendige, will ich fast sagen. Ne? Das andere hatte ja noch. Dieses Gegenan hat ja so richtig ein bisschen Reiz, da war Lebendigkeit drin. Zwar Wut und so, aber mental war, war das schal und flach und und das bin ich auch noch. Ich bin also echt auch ein bisschen betrübt gewesen gerade, oder? Ja. Kann ich auch. Ja. Na gut, aber es gibt ja noch eine andere Möglichkeit, genau. Ja. Ich danke dir. Jutta. Hallo Christian, ich bin jetzt erst ins Seminar eingestiegen. Ich habe also nur für mich die Übung gemacht, über Zoom, nicht über Zoom, über YouTube. Und ich habe festgestellt, ich will körperlich weg, ich will emotional weg und ich versuche, übers Mentale Verbindungen herzustellen. Und da wurde mir bewusst, das funktioniert überhaupt nicht. Und eigentlich lasst mich doch alle in Ruhe. So, ihr mit eurem blöden Ego. So ungefähr. Ne? Lasst mich überwältigen, dominieren, Aggression, physischer Gewalt, also alles, was ich halt so erlebt habe früher. Ne? Ich will nur weg, weil da ist nichts Schönes. Das war so bei mir und das war sehr traurig. Ja. Okay. Das mit dem lasst mich in Ruhe mit eurem Ego, muss man natürlich sehen, dass man selbst das auch behält, selbst wenn die alle
anderen einen in Ruhe lassen würden. Ne? Das habe ich jetzt nicht kapiert. Auch wenn alle anderen einen in Ruhe lassen würden, man selbst hätte sein eigenes Ego immer noch. Ja. Ne? Also so ein Entkommen geht nicht so schnell. Da müssen wir andere Lösungen finden für, naja. Ja, morgen geht es dann zuerst weiter mit den einzelnen neuen Fixierungen und wie sie funktionieren und wie sie unterschiedlich sind und welche inneren Konflikte damit zusammenhängen und welche Verhaltenstendenzen, die destruktiv sind und Versuche sind, irgendwas zu retten. Und dann in den Tagen drauf wird es dann noch mehr mit Übungen und Austausch geben, sich einordnen, sich selbst mehr verstehen und auch, es geht ja auch darum, andere zu verstehen. Es ist ein Vorteil, indem man so sieht, ah, dieser Mensch hat eine Viererfixierung. Da ist man toleranter, dass der anders ist. Man will nicht mehr, dass alle anderen genauso sind wie man selbst. Man weiß, das ist nicht Sinn der Sache. Und man kann den anderen dann eher tolerieren in seinem Anderssein. Und das ist gut. Das ist gut. Vielleicht noch ein Punkt schon gleich am ersten Abend. Man braucht jetzt nicht zu denken, dass man die Menschen in Schubladen stecken kann. Weil wenn da die Fixierung ist, ist das eine. Das ist nur eine Art von Bewegung gegenüber der Welt und eine Art der inneren Bewegung. Aber die Persönlichkeit, die kann himmelweit auseinanderliegen. So Freud und Hitler hatten dieselbe Charakterfixierung. Dieselbe Struktur so von ein System finden, was alles umfasst. Auch eine gewisse Unnachgiebigkeit gegen Abweichern. Das war bei Freud ganz deutlich. Dann dieses, wie jemand mal sagte von den Analytikern auf den ersten analytischen Kongressen, ging es dogmatischer zu als in der katholischen Kirche. Ne? Also sowas, das alles. Ne? Aber bei Freud alles trotzdem im Dienst einer tiefen Menschlichkeit und einer tiefen Liebe zum Menschen und einer Aufopferung fast, dafür für den Menschen heilsame Wege zu finden. Und bei Hitler das komplette Gegenteil. Ne? Also das sind jetzt wirklich zwei Extreme. Was man aber sieht, dass es auf die Persönlichkeit ankommt, weil man trifft immer einen Menschen und nicht eine Fixierung. Und dass da die Fixierung eine Rolle spielt, aber über den Menschen allein jetzt noch nicht viel aussagt. Ne? Das darf man nicht verwechseln. Es gibt manche Enneagramm-Lehrer oder so, die reden von Typen der Persönlichkeit. Das ist völliger Unsinn, wirklicher Unsinn. Das ist in der falschen Ebene gedacht und bringt dann sehr viel durcheinander. Und wenn man das so vernünftig auseinanderhält, dann sieht es, man wird keine Schubladen finden für den Menschen. Für den Menschen gibt es keine Schublade, für tiefere Charakterstrukturen, da gibt es 9 verschiedene. Aber der Mensch ist tatsächlich etwas Einzigartiges. Ne? Und das liegt daran, dass die Persönlichkeit sich über die Charakterfixierung darüber bildet und eben ganz unterschiedlich ist und nichts dasselbe. Dass ihr ruhig schlafen könnt, das war jetzt die Idee, die dahinter steckte, dass ich das noch dachte, euch noch mitgeben zu müssen. Ja, dann geht es morgen weiter.
um 10 Uhr. Wünsche ich euch einen schönen Abend. Ciao. Und von mir noch der Hinweis für alle, die auf YouTube dabei sind und sich jetzt entschieden haben, Mensch, das Seminar möchte ich doch mitmachen. Der Anmeldelink und auch eine Beschreibung ist unten in der Videobeschreibung. Und ich habe den Anmeldelink auch nochmal zusätzlich in dem Chat reingeschrieben. Genau, einfach raufklicken und dann könnt ihr euch anmelden. Und unten in der Beschreibung stehen auch nochmal die Zeiten und eine Beschreibung genau drin. Genau, und dann wünsche ich auch allen einen schönen Feierabend.